Hang on. Bam, versuchst du wieder durch die Bäume. Jo. Wenn man sich einmal drauf eingeschossen hat, muss man es durchziehen. Und dann nicht mal so und mal so, sondern immer bis es irgendwann reproduzierbar klappt. Jetzt habe ich live ein Soul-Juhol-Manöver gesehen. Aus Skyfires Kamera. Boah, Schilder, ey. Jung verloren. Ja, Sky kann Soul und Bishop beide noch auf der Kamera, auf der ab und zu vor sich fahren sehen. Jetzt zum Beispiel. Alles noch schön nah beieinander. Naja, wenn man bedenkt, dass es gleich zu Ende ist, nicht so nah, aber. LOL! Warum? Ja, nur zwei Runden. Bei acht, kann ich ja verstehen. Ja, er macht das einfach so lange, bis es reproduzierbar kracht. Ich meine, er klappt. Ja, bis dahin kracht es halt ein paar Mal. Das war ein Geschenk. Ja. Ich denke mal, er hat gerobbt. Der Abstand wäre so gut. Ja, ja. Also, nee, also mit dem Crash. Also der Crash noch wohl. Nee. So groß war der Abstand nicht. War ja alles zu sehen. Ich hab den Crash ja sehen. Aber er hätte halt eben locker die andere Route fahren können, das wäre auf Nummer sicher gewesen, hätte er vom Gas gehen können. Ich glaube, er hat sich Tafferanz beim Sprung, kann ich mir nicht vorstellen. Der hat halt eben schon gesehen, dass das mit Bam nicht geklappt hat, beim Rennen davor schon. Ja, was haben wir denn da? Klasse 1 Autos. Scenic Drive, okay, Point to Point. Leider. Kannst du R50 nehmen? Ja, überhaupt kein Problem. Ja, fast 50 km/h zu langsam. Und der Suka schreibt. Scheiße, blöd aufgekommen und schon. Ja, es war total komisch, es war gar nicht zu erkennen. Es war zu erkennen, dass du Schwung verlierst, aber war echt leckmäßig nicht zu sehen, weswegen. War blöd. Den Abstand hätte ich gebraucht in der letzten Kurve, aber jetzt.
Ich hatte mir schon Hoffnung gemacht auf die letzte Kurve. Okay, Richtung noch nicht ganz klar. Gibt's noch viele Farben? Dunkel, lila. Gibt viele Farben. Aber das ist viel zu weit, weit weg. Ja, ist halt eben die maximale Anzahl an Farben, die man im Spiel haben kann. Dann sind manche scrolltechnologisch halt nicht so nah dran, ja. Ja, Azuka kommt heute nicht. Schreibt sie. Oh Mann. Oh Mann. Hat das geschafft. Ah, durch die Bäume meintest du, ja, okay, okay. Ja, der hat's geschafft, ja. Boah, 340, nicht schlecht. Boah, nicht schlecht. Ja, auch versucht zu üben, aber das habe ich nie, nee, nicht geschafft durch die Bäume mit dem Speed. Okay, jetzt kommt Strafe Nummer 1. Strafe? Das Palmstädtchen ist doch keine Strafe. Ich habe kurz davor den Server resettet. Also der war ja nicht da, da habe ich Oh! Bam verlassen. Bam hatte gerade was im Discord geschrieben, danach ist er rausgegangen oder flogen. Also im Wesentlichen hat er nur dem Zucki gesagt, da soll man mit Kiege einen anderen Schlüssel einstellen. Du auch.
Ja, ich musste ja auch unbedingt gucken, was im Discord geschrieben wird. Letztendlich wahrscheinlich bloß ein Link auf die Anleitung, wie man den Schlüssel einstellt. Ja. Also ich habe mein Gamepad wieder so eingestellt, dass ich weniger Empfindlichkeit in der Mitte habe, dafür meinen Rand weniger maximaler Lenkrad-Einschlag. Das ist hier was? Nicht gut. Weniger maximaler Lenkrad-Einschlag? Oder einfach, dass der halt eben am Ende progressiv dann doch noch kommt? Also. Ja, gerade beim CLK geht das, aber die Strecke ist schwierig. Da brauchst du immer maximal einen Anschlag, gerade wenn du schön driften willst. Mit Kurven. Driften? Boah. Das ist deine letzte Runde. Gesundheit! Ui! Fuck! Ui! War es knapp, ja? Aber hast du ja gewonnen, wie es aussieht. Oh, meine. Ui, ui, ui.
Uiuiui. Oh, Ravage, guck mal. Ja, sehr knapp. Oh ja. Naja, 400stel, da kann man ja noch fast blinzeln zwischendurch. Normal. Jetzt habe ich nicht die richtige Farbe. Ja, ist gut mit dem LM. Aber gut, wenn man immer mit einem LM fährt, kann man, denke ich, ja, aber es ist schon erstaunlich, dass es auf der Strecke irgendwie wirklich so gut funktioniert. Oh Mann. Nicht den Chat lesen, nicht den Chat lesen. Kannst du eh nicht lesen. Nee, meine In-Game, wer da reingekommen ist und so. Achso, nee, das war nur Sky, der irgendwas geschrieben hat. Ja, aber das kann man nicht lesen. Ich weiß, trotzdem liest du das doch, ne? Ja, man kann es versuchen, aber es ist halt keine Sprache, die ich spreche. Du guckst aber hin. Ja. Sonst weiß ich ja nicht, ob es eine Sprache ist, die ich vielleicht doch spreche. Der Ricky. Thing. Thank you.
Dem Bam geblieben. Der mag die Richtung immer noch nicht so richtig, ja. Also die Nicht-Vorwärts-Richtungen. Du hast gewonnen! Aha. Wer von denen ist denn jetzt Dr. No Loop? Den wir nicht kennen. Ja doch, der wird wohl auf dem Server sein. Nee, kann ja nicht sein, jetzt sind alle drauf. Ach, das ist Bishop, oder? Ja, das ist, oder? Dr. No Lupe? Warte erstmal, wo sind wir? Alpine Trail. Kann ja sein. Wer weiß. Zumindest hatte Bishop einen nicht-Bishop-ähnlichen Discord-Namen. Das Meteörchen. Schalte ich denn den fünften, ey? Und berührt gerutscht. Oh. Das hätte mal gewinnen können. Ja, ich war auch ganz, ganz durcheinander mit links und rechts und wann, also die Strecke ja, links, rechts gespiegelt oder so, ne? Ja, gespiegelt ist ja. So ein Ding, oft vertan. Glück
Glückwunsch, du bist Zweiter. Schlechter Ping. Ja, kurz. Meteor muss wieder fahren lernen. Ich auch. War zu lange gerade im dritten. Immer der Straße folgen. Nur ein Schild erwischt. Ja, lass doch mal die armen Schilder in Ruhe. Du bist Zweiter. Fantastisch, fantastisch. Okay, das ist klar, was es ist. Okay, okay. Ja, das ist klares F50-Land. Ja, eindeutig. Und wieder gespiegelt, das die Software könnte man verbrennen. Nee. Bring immer noch die Würze in das Spiegel, weil gespiegelt ist immer schwierig.
Ja, auch nicht perfekt. Ja, Handbrüte und Meteor und Skyfall vorbeigelassen. Ach, Quatsch. Ja, war es auch eine andere Kurve? Ich hab gebremst vor der Kurve. Vor der man nicht hätte bremsen müssen. Ich dachte ich auch erst, ohne Witz. Und dann, habe ich nicht getan. Oh, Bischof war auch nicht weitergekommen. Nee. Gut, der musste wahrscheinlich weg und ist deswegen auch raus und wieder rein. Da hat er keinen Bock mehr auf Nachfahren. Ja, ich muss mich gerade zwingen, auf die Schraube zu gucken. Niaret ist dem Server beigetreten. Wer ist das? Ich meine Niaret oder so ähnlich heißt der. Niraet. Ja, danke, dass du für mich Zeit hast zu gucken. You're welcome. Als Gegenleistung hättest du ja mal abfliegen können. Ja, so ein Pixel breit. Ja, Aufnahme. Glückwunsch. Hallo YouTube. Weiter. Hallo ihr Assis. Jetzt kannst du ihn mal hochladen. Wetten doch. Und international müssen wir uns anpassen. Hey, you motherfucker. Ja, das wäre wahrscheinlich zeitgenössischer Umgangston. Ja. Ach, der Nira-Reat. Okay. Hab ich doch gesagt, oder versucht zumindest. Hui, Challenge Nummer 1 schon mal verloren. Schnell war Auge auswählen. Fahrzeug, Auto. Ja. Muss man machen tun. Sag ja, 3 Runden. Das du hilft beim Fahrzeug aufholen. Auswählen nicht wirklich weiter. Nee, aber du musst sie wieder aufholen, ne? Ach, du hast einfach nur Plätze weiter hinten. Ja, ja, gut. Ein Alpine Trail ist es fies, aber ansonsten hieß doch lange Strecke.
Jetzt haben wir ein bisschen besser hinbekommen. Jo, ich hab's nicht hinbekommen, würde ich sogar sagen. Oh, ein schlechter Sprung hier. Ja. Ja, zwischen super gut und voll abgeflogen ist manchmal nur so ein Pixel. Die Wand außen berührt. Jetzt noch nicht der Lenkrad einfach, an den ich gewohnt bin. Zu weit nach außen. Ich war aber auch nervös zwischendurch. Als ich angefangen habe heute, war ich noch ziemlich müde. Jetzt bin ich wach. Ja, nach dem Fehler in der 58 ist schon. Ah! Ja, was müsstest du schneller sein eigentlich? 57:33. Ist zu viel Hupen eigentlich verboten? Nein! Selbst Dauerrufe ist möglich. Also du brauchst den Straßenverkehr. Achso, im echten Straßenverkehr meinst du? Ja, das bestimmt, ja. Irgendwann ist auch einfach Lärmbelästigung. Also meine Topspeed ist ja nicht so super. Naja, good enough offenbar. Point to point, okay. Punkte zu Punkte. Autumn ja, Crossing. Das ist so ein Croissant, ja, oder was ist das? Dieses Englische ins Deutsche ist schlimm, ne? Gibt's ja. Sprintrennen. Obwohl, Sprint ist auch nicht deutsch. Verdammt. Warum gibt's denn gar nicht kein K.O.-Rennen? Das war denn mal geil. Gibt's. Kannst du einstellen. Kannst du als Server K.O.-Rennen einstellen. Halt immer der letzte. Ja, ist halt nervig, weil der letzte dann. Ich meine, der erste, der ausfällt, muss er echt lange warten dann, ne? Das ist das Blöde an der Sache. Ja. Und bei HP2 ist es ja so, ich denke, es wird auch ein K.O.-Rennen auch so sein. Ich habe noch nie K.O. online gespielt, ich weiß es nicht. Ich glaube, ja, wenn, dann selten mal. Zumindest, du kannst ja nicht mal zugucken, nachdem du ausgeschieden bist. Du kannst ja nicht mal die anderen Autos, ich meine, dann aus deren Perspektive sehen. Und das ist ja dann echt scheiße. Oh, naja, passt doch noch. Thank you.
Naja, weil. Wer auch immer mir. Alter, okay. Alle crashen. Ich crashe und alle hinter mir crashen auch. Hervorragend. Ja, du folgst dem Vorherausfahren, ne? Das ist so eine. Ja, ich nicht, sonst wäre ich ja hinter dir geblieben, anstatt zu crashen. Aber ja, also, die hinter mir sind mir gefolgt und das war ihr Fehler. Glückwunsch! Ich hab mich auch konzentriert. Weiter. Mit Glück noch Zweiter geworden und man kann sich nichts von kaufen. Ich muss von hinten fahren, ne? Okay, ich werde mal warten auf euch alle. Das sagen sie. Ist mal fair, ne? Ist mal fair. Wobei, du hast jetzt geübt In was? Naja, die Strecke kannst du jetzt. Ja, jetzt habe ich ja. Ich konnte vorhin auch. Tja, ich habe ihn vorn gearbeitet. Nicht schlecht, ich habe ihn nach hinten gearbeitet. Naja. Diese Strecke mag ich, jedenfalls den ersten Teil. Dann sollten wir die nicht mehr spielen. Oh, war ja knapp im Video. Oh, und Bam war ja auch direkt dabei. Schon wieder? Schon wieder? Warte mal, was haben wir denn nee, da? Wie eine Kuh. Ah, Wein Country diesmal. Uiuiuiui, jetzt wird's hart. Jetzt können sie es ja wohl alle. Normal. Ja, guck, letzte Woche Spiel erschienen und schon so viel auf dem Server. Heieiei. Ein modernes Need for Speed. Ein modernes Need for Speed. Tja.
Pin berührt. Letzte Runde. Ja, der Vorteil ist, auch wenn ich nervös bin, dass ich wenigstens eine recht stabile, weißt du, also eine stabile so Dings. Ungenau in der Mitte bin. Wie heißt das so, ne? Boah, ich hab mich sauknapp noch an Sky vorbeiarbeiten können. Aber der war echt schnell, meine Fresse. Wenn der Mittelmaß dir reicht, ist okay. No, die Zeit ist dieselbe wie von Bishop und 6 Minuten langsamer als deine. Ich meine, die schnellste Runde, die zweite Runde. Die erste war halt suboptimal. Du hast lieber die Eichhörnchen am Straßenrand beobachten, ne? Ja. Hab ich auch schon. Erstmal welche da, finden hier. Dafür nehme ich mir aber viel Zeit. Und zwar mache ich meistens neben dem Rennen, ne? Also, Ja, im Dunkeln ist halt schwierig mit den Eichhörnchen und so. Zum Glück sind sie rot. Ist im Dunkeln trotzdem schwierig. Was ist das für ein Start, Alter? Turbo-Start. Echt? Bei mir sah es relativ normal aus. Abgesehen davon, dass manche einfach... Ja, 2 steht einfach, oder? Ja, der steht immer noch.
Aber der tat alle Autos rauchen, also ist leck. Macht jemand wieder irgendwas mit dem Server, ne? Sorgt was. Glaube ich nicht. Und jetzt auch der Rauch weg. Oh, da ist er wieder. Ja, das Geheimnis auf den grünen Flächen nicht driften mit dem CLK. Ist tödlich. Ja. So wie zum Thema erste Runde. Gegen. Bam, fetten Fehler. Da würde er sich ärgern. Ja. Ja. Mitten in der Kurve wieder ein Ruckler, kurz Ton weg, Lenkrad schwergängig, hervorragend. Was ist das nur? Ja, wenn du mit deinen Ausfällen wenigstens zurechtkommen würdest, wärst du wahrscheinlich genauso schnell wie ich jeden Tag. Ich kann ja glücklich schätzen, dass du diese Kinderkrankheiten hast. Och Gott, die stören gar nicht. Es sind eher die Crashes, die stören. Aber das sind selbstgemachte Sachen. Ich meine, klar, das hat minimal gestört, aber war jetzt irgendwie, hat nicht zum Crash geführt oder sowas. Doch, oh. Das Palmstädtchen schon wieder.
So, jetzt zählen wir doch mal. Wie oft? Zweimal. Vorwärts gespiegelt. Moment, jetzt waren ja gerade zweimal waren schon vorwärts, jetzt kommt noch zweimal vorwärts. Kann man auch nicht jammern. Ja, solange nicht vorwärts ist. Ist doch vorwärts. Nochmal vorwärts ist. Ach so, du befürchtest, dass jetzt wieder so ein paar Stuck in Palm City. Nein, das war einmal, Immer. Komm. Einmal. Wieder ein seltsamer Start bei mir. Und sowas kann halt bei Random passieren. Ja, raucht halt. Naja, zum Glück kann man hier, können hier auch andere gewinnen. Hier sieht keiner die Strecke, ey. Ja, das ist ein bisschen das Problem. Auch mit dem Ohr nicht, aber erst. Jetzt hat er eher im Schumpf sich gleich nach vorne. Mal gucken. Ja, Bischof und sein RM hier. Ekelhaft. Ah, ich fahr falsch. Ja, momentan kommt der Rauch aber von dir, nicht von Bischof. Ich weiß gar nicht, ich downloade ja nicht mal was. Das komische ist, ich hab eine Gitleitung. Sollte nicht an mir liegen eigentlich. Ne? Spielzeit liegen das jetzt wieder. Da deine Parkgebühr nicht bezahlt. Also ich. Ja, aber darfst halt nicht versuchen, die Dinger aufzubrechen. Da sind nicht mal richtige Münzen drin. Was müsste mehr auf der Strecke sein, ne? Das ist irgendwie. Oh, boah, wirklich so random neues Zeug? Ich weiß nicht. Ja.
Immerhin, immerhin. Ihr lasst aber auch keine Ruhe, ey. Das ist ja ein Player. Muss ein Geheimnis sein. Ein geheimer Player. Top Secret Player. Ich denke mal, ja, einer der alten. Hm. Sogar der allerersten. Hä? Mhm. Wie? Ja, die können es sofort. Ja, die wollen es nicht unbedingt preisgeben. Der ja, alten weißt, allerersten? Ja, die sind schüchtern einfach. Das ist so. Naja, sicher. Die schüchternen Player. Ja, vielleicht versagt er ja und dann will er nicht sagen, oh, ich war's und dann geht er lieber raus und übt noch eine paar Tage, wer weiß, ja. Oder geht gleich raus. Die Schüchternheit war zu groß. Na, nur mal gucken, wer so drauf ist. Ja, ich kennt er die ja noch. Das Gelb der mittleren Linie ist genau das Gelb der vom Chat. Es ist genau dasselbe Gelb. Wahnsinn. Guck es an. Als ob die nur ein Gelb hätten. Ja. Fahr ruhig voraus, ich warte. Nee, das ist Meteor. Ich bin direkt dahinter dann. Oder du könntest dir so einen Pfosten mal genauer angucken. Diese Pfeiler sollen besonders schön sein zu dieser Jahreszeit. Ich bin abgehoben. Und ich bin umgekippt. Und alle anderen sind offenbar auch nicht so gut durchgekommen. Ausgezeichnet. Und ich konnte nicht mehr korrigieren im Flug. Und dann war's das. Und dann ist dein Seitenruder nicht in Ordnung. Nö, ich war im Drift drin, ohne Witz, ich war im Drift. Mein Heck hat die Mauer erwischt, also die Säule. Das war nicht gewollt, übrigens. Deine komischen Palmen sind sehr stabil. Ja. Auch die kleinen am Ende. Die stehen hier schon seit 2003 oder sowas. Och, wo fahr ich denn lang? Um Gottes Willen. Der Bisch hat mich durch das blöde Hupen wirklich abgelenkt. Muss hier durch zurückhupen, Einfahrt nicht bekommen. Ach, selber schuld.
gibt ja noch genug Strecke, um ihn wieder einzuholen. Oder abzufliegen. Alle resetten. Hervorragend. Wenn man da jetzt vorsichtig gefahren wäre, wäre man locker Erster gewesen. Nur gleich wieder meine Lüftung aktivieren. Ich überhitze gerade. Ja. Glückwunsch, du bist Zweiter. Moment. Moment. Vorwärts. Ich wollte rückwärts. Okay, vorwärts. Ach, vorwärts, rückwärts, wo ist der Unterschied? Hauen rückwärts kann ich rein und fahr los. Oh Mann, schlechter geht's nicht. Naja, man kann ganz abfliegen. Oh. Das ist die letzte Runde.
Wo hast du den Bischof gelassen? Hat resettet. Jetzt irgendwie nach Hause retten, wenn es noch geht. Das war ja mal nicht so die tolle Abkürzung. Du bist Erster! Mist. Erste Runde war scheiße. Ja, die erste war eigentlich. Ja, die war ziemlich nett eigentlich. Aber die zweite Abkürzung war leider. Oh, die erste Abkürzung war so geil. Aber naja, man kann es sich nicht aussuchen. Ich fahr jetzt mal CLK. Fahr doch R50. Was soll schon schief gehen? War CLK jetzt mir egal. LOL, schon wieder so ein Scheiß, ey. Oh Mann. Oh, ich wollte aber auch nicht einlenken. Ich wollte einfach nicht. Ah, und jetzt wartet der auch noch. Aber inzwischen habe ich ja Bam schon vorgelassen. Wie überaus ärgerlich. Wenn ihr die euch die Siege gleichzeitig wegnehmt, ist das auch gut. Das ist so. Yep. Perfekt.
Wobei man bei der Zeit auch sagen muss, hat er sich schon verdient. Er muss in der ersten Runde irgendwie Scheiße gebaut haben. Glückwunsch, du bist Zweiter. Ich bin eben schneller. Hm? Ich hatte eine 50 geschafft vorhin. 15,50. Ja, aber trotzdem ist er jetzt hier ja. Das war gut. Was weil ungewöhnlich wir wäre. Normalerweise schaffe ich das nicht mit einem LM. Aber was passiert? Einfach na? Genug Gas geben. Ist eine andere. Ist eine andere. Hatten wir noch nicht. Ich erschrecke immer. Wenn du diesen Zaun siehst. Ja. Rückwärts. Okay. Das heißt, wir müssen springen am Ende, okay? Ja, was soll schon schief gehen? Machen wir Weitsprung? Einfach Gas geben? Nein. Nee, wirklich nicht. Dann würde ich sogar eher Kurzsprung vorschlagen. Absichtlich gegen die Palme springen, kannst du schneller resetten, oder? Wenn schon, wenn es Vollgas so wie festgelegt wäre. Irgendeine Palme da hinten, also die vierte, fünfte Palme. Ja, so früh wie möglich. So spät wie möglich, kriegst du eine Weile. Nee. Dann dauert's. Weiß nicht, fliegen ist ja nicht unbedingt. Schneller? Gibt's kein Gas, während du fliegst, ne? Wir sind aber mit so um die 80 oder 50 km oder 100, wie war denn das? Fliegst aber schneller. Ich kann's doch eh nicht lesen. Falsche Richtung hier. Aufpassen, Kirsche. Wieso? Ist alles wie immer. War hier eine Ölspur? Naja, voll gemeine Ölspur.
ist gar kein Springen. Du hast mir Springen versprochen. Stimmt. Falsche Richtung. Hast du aber nicht so wichtig viel im Sprung mitgenommen. Ja, da habe ich jetzt bestimmt wirklich Scheiße gebaut. Hier springen, aber bergab. Ja. Ich habe es auch nicht gemerkt. Das andere ist ja direkt nach dem. Bitte noch kurz konzentriert bleiben. Scheiße, Alter. Ja, normalerweise springen ja gleich nach dem Start. Ich habe normalerweise da meine Technik verändert. Wegen mit der Nitro Speed Edition. Aber da habe ich irgendwie Schiss jetzt hier. Um da hochzukommen. Ach so, okay. Ja. Wusste ich, wie das Auto reagiert. Und dann bin ich halt wirklich an die Mauer ran und gut ist. Glückwunsch, ja. Du hast das Rennen gewonnen. Oh, Pferd heißt wohl Wall. Also länger warte ich nicht. So, jetzt ich wieder aus. Sounds like a plan. Es sind auch nicht mehr so viele Leute, ist auch nicht eine kurze Strecke, macht keinen echten Unterschied. Mach super Textur vor dem Haus, Alter. Eine von den Hütten? Jetzt sehe ich's nicht. Ah, hier sieht man ja gut. Kleines Häusle. Uff, Start. Uff, was schalte ich Trottel denn in den vierten?
Oh, oh, oh. Ja, leider. Achso, nicht mal. Aber mein Bagger. Leider hatte ich einen Fehler. Offenbar größer als seiner. Schön vor die Palme springen. Naja, jetzt ist schön vor die Palme fahren. Ich habe einen ruhigen Palme, Puls. Palme. Ich habe einen ruhigen Puls. Ich habe einen sehr ruhigen Puls. Dann wird nichts mehr. Na gut. Nein, ich bin sowas von entspannt jetzt gerade. Also das kannst du dir nicht vorstellen. Das ist ganz normal in deinem Alter. Glückwunsch, du bist Zweiter. Ein Ladescreen zu sehen ist immer schön. Es sei denn, danach taucht Palm City auf. Oh, Bam, sehr gut, ey. So. Ach, die Richtung. Ich wollte wieder woanders. Ich wollte geradeaus. Und Bam auch. Ich hindere niemanden daran, der... Oh Gott, ich wollte irgendwo hin. Von Bams Abflug ablenken lassen. Und hast du den Unterboden ansehen können? Nein, ich war mit Ei selber abfliegen beschäftigt. Da waren alle Fische weg. Bei mir noch nicht. Na schön.
Bam resettet nochmal kurz, um mich vorbeizulassen. So werde ich zumindest nicht letzter. Sehr nett von ihm. Oh, aber lange mache ich glaube ich nicht mehr. Ja, ich spüre auch langsam eine leichte rektale Unzufriedenheit. Boah, ich bin eher müde. Ich habe noch nichts ausgepackt. Direkt nach Hause, was gegessen und losspielen. Es gab doch Bonuspunkte dafür, diese Schilder am Rand mitzunehmen, oder? Ja. In der eigenen. Ich glaube, da kann man Nitro aufladen oder sowas. Dich, du warst voll im Sichtweg. Dabei habe ich die Reallinie genommen, aus meiner Sicht. Ja, ja, hättest du es mal lieber nicht gemacht. Die wollte ich ja auch nehmen, aber die konnte ich nicht nehmen, weil da war ja schon einer. Deswegen blame ich ja dich. Oh, das hat, da hat aber... Wer ist denn überhaupt? Bishop? Ja, nicht die Reallinie genommen. So, ein neuer Versuch. Auf was? Auf Bonuspunkte? Einmal resetten bitte. Wieder die Tische, Alter. Das ist die gespielte Scheiße, ey. Hast du dich vorhin noch überlegt, ob es nicht gut wäre, noch mehr von so einem Zeug zu haben? Ja, es waren eher die Parkdinger. Ja und? Oh Mann. Da kann man auch gut abpflegen. Wie, lässt Bishop gewinnen? Ja. Aber der muss auch resettet haben, scheiße, ey. Folge mir nicht. Ich versuche einfach irgendwie zu sehen, wo ich langfahren muss. Es wäre alles so viel einfacher, wenn du dich zurückfallen lassen würdest. Ach, kleiner Drift, zack, fahren sie an einem vorbei. Oh, Bishop schlingert. Hast du ein Schwein, ey. Dass du die ganze Tiere weg hast, ne? Was denn? Freude. Ja. Pure Freude. Diebische Elster-Freude. Du bist Zweiter.
dann schauen wir mal, wo es jetzt hingeht. Es fehlt ein bisschen grün, habe ich das Gefühl. Huch! Ja, ich hatte recht. Also bei mir ist jetzt eher so Weltuntergangs-Vulkan überall Textur. Grün würde ich das nicht nennen. Nö, das ist wundervolles Abendrot. In einem verpackten Grün. Bei mir nicht. Also herbstliche Stimmung. Würde ich auch ein sagen. Grüner LM. Skyfight das Grüne entdeckt. Ah, und ist im Start verschlafen. So ein schönes Grün. Wenn ich nicht rot nehmen würde, würde ich grün nehmen. Oh, Bam wollte die Bäume nicht in Ruhe lassen. Kann er machen, wenn er 18 Runden fährt. Das war's. Sah auch gut aus. So. Unnötig. War immer. Du immer irgendwo links oder rechts die Wand. Ich komme mit der Begrenzung nicht klar, die ist für mich nicht einsehbar irgendwie. Einfach immer in der Mitte auf der Straße fahren. Am sichersten. Du bist Zweiter. Tja, ist er durch die Bäume gefahren, hat aber die schlechteste Topspeed. Obwohl, war das überhaupt Bishop? Weiß gar nicht mehr. Er kann es auf alle Fälle. Einfach mal entspannter fahren.
Wie kann man denn also, da parken? Immer wieder Slapstick. Wo ist denn der gegengefahren? Gott, ist denn gegen diese blöde Lampe da? Keine Ahnung. Oh, der Sprung ist immer so scheiße, ey. Ja, bei mir war es richtig scheiße. Also Fehler einfach. Gut zu hören, dass es bei dir auch nicht super lief. Jetzt halt dich noch kurz zurück, bitte, ja? Danke. Ah, oh, Mann. Scheiße. Ich glaube, du hast in der ersten Runde schon die Schilder weggehauen, ne? Eins. Ich nicht, jedenfalls der da. Der hätte mich jetzt. Das zweite Schild habe ich jetzt leider weggehauen. Das war nochmal, naja, nicht optimal zumindest. Der Sieg gehört dir. Wieder ein scheißknappes Ding, ey. Ich bin sogar angestrengt letzten Viertelrunde. Mann. So, jetzt beim City kommt, bin ich definitiv draußen. Wir haben Tropic. Tropic, ach. Oh. Sen. Gleich Richtung wie vorhin, oder? Ah, Last One. Ja. Jetzt gibt's den Sprung, oder? Naja, aber der ist halt noch kurz am Start. Hör auf meine Worte. Hör auf meine... Natürlich, das, Da bist du ja noch langsam. Haben wir nur über 300 Fahr halt drauf, entspannt im Ersten an und bleib einfach im Ersten und alles wird gut. Oh, Bam ist schon raus, gar nicht gesehen, was er gesagt hat. Schade, okay. Obwohl, das geht Vollgas. Das schaffst du Vollgas, gerade beim CLK. Mach dir da keine Sorgen. Er kriegt dir keine Unterluft. Was sollte schon passieren? Rennauto. Ja, vielleicht ist es doch so eine Sache. Ja, Alter, das ist echt in der 50. Warum das denn? Okay. Das wird ja mal am Ergebnis ja nichts ändern. Wer weiß? Er könnte Vorletzter werden. Je nachdem, wie blöd ich mich anstelle. Oh, ja. Und du. Geheimtipp wahrscheinlich, das Ding, ey. Fast vergessen, dass es da lang geht.
Ach ja. So ja, dann deine nix. Zähne nicht mehr auseinander, hä? Mal schauen, du doch mal schauen. Aber umgekehrt, dass ich nicht zwischendurch eingeschlafen bin, sehe ich als Sieg. Man muss sich ja irgendwie was schönreden. Ach, ist ja lange nicht vorbei, das Rennen. Doch. Achso, ich meine, der Vieh kommt nicht mehr. Ja, das war jetzt das, wo ich Angst hatte, die Abkürzung, ne? Hätte ich ja mal so eine Palme mitnehmen können. Ja, habe ich schon vorhin ausgepflanzt. Und Kikiriki. Oder Kikiriki hier. So. So, jetzt fehlt noch so ein F50 in der Liste. Immerhin nur Drittletzter. Drittbester. Drittletzter wäre Erster. Oh. Ja. Gedankenfehler. Auch du das ist ganz normal in deinem Alter. Ja, geht zu Ende. So. Guck, 14 von. Perfekt. Und nächste Woche hast du Urlaub? Nicht nur das. Ich meine, also nein, nächste Woche Samstag beginnt mein Urlaub.